Kiddetitsch. Heute wird die Abrissbirne zum ersten Mal getestet. Mal sehen, wie sie funktioniert. Erstmal die richtige Höhe einstellen. Und los geht's! Oh, das hat gut funktioniert. Jetzt wird wieder alles aufgebaut. Jetzt erstmal ordentlich Schwung holen. Das macht richtig Spaß. Und gleich noch einmal. Los, alles wieder aufbauen. Vorsicht da unten. Ein Stein auf den anderen. Vorsicht, die Abrissbirne kommt. Oh, diesmal haben wir nicht alles getroffen. Erstmal die Höhe neu justieren und dann noch ein Versuch. Noch ein Stück tiefer. Das sollte vorerst reichen. Schauen wir mal, was der Bagger so macht. Der Bauarbeiter muss schwer arbeiten mit seinem Stemmhammer. Der Bagger befördert dann den Schutt in den Kipplaster. Und noch ein großer Stein. Jetzt erstmal alles abtransportieren. Vorsichtig abladen. Und da kommt schon der nächste Kipplaster. Das reicht erstmal. Schauen wir mal, was der Kranführer so macht. Ah, hier soll ein kleines Haus gebaut werden. Gucken wir uns die Bauzeichnung mal an. Da kommt auch schon eine Ladung mit Steinen.
So, ganz vorsichtig. Das kommt dahin. Hier ist Präzision gefragt. Jetzt noch ein Fenster. Bloß nichts kaputt machen. Jetzt fehlt nur noch das Dach. Klasse gemacht! Jetzt ist erstmal Zeit für eine Mittagspause. Es gibt Hot Dogs. Und Donuts sind heute auch im Angebot. Das tut richtig gut nach der ganzen harten Arbeit. Oh je, jetzt müssen auf einmal alle auf Toilette. Einer nach dem anderen. So, genug Pause gemacht. Zurück zur Baustelle. Da ist wieder die Abrissbirne. Das wird spannend. So, die richtige Höhe einstellen und los geht's. Das macht Spaß. Also gleich nochmal. Vorsicht da unten, ich hole aus. Und gleich noch einmal. Ganz schön gefährlich hier. Gut, dass alle einen Schutzhelm tragen. Ui, da wird einem ja ganz schwindelig. Jetzt aber.
Schauen wir doch nochmal, wie es beim Baggerfahrer aussieht. Ah, hier werden immer noch Steine abtransportiert. Einen kann der Kipplaster noch laden. Und da kommt auch schon der nächste. Immer schön vorsichtig sein, wir wollen ja nichts kaputt machen. Den kriegen wir auch noch voll. Und abladen. Super Arbeit, auf zur nächsten Baustelle. Hier ist wieder der Kranfahrer, den kennen wir ja schon. Also lasst uns nochmal dieses Haus zusammenbauen. Auf geht's und immer schön vorsichtig sein. So, jetzt wird das Fenster eingebaut. Danach kommen die zwei Betonplatten. Und jetzt fehlt nur noch das Dach. Klasse gemacht! Das war ein toller Tag auf der Baustelle. Bis zum nächsten Mal bei Telekids! Telekids!